Hallo zusammen, heute werde ich mich einen Tag lang wie ein Victoria's Secret Model ernähren und auch so trainieren. Ich habe mich im Internet schlau gemacht und habe schon einiges rausgefunden, was absolute Don'ts sind, was Victoria's Secret Models gar nicht essen und was sie essen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt gleich mal mit dem Frühstück und dann werde ich euch noch ein bisschen was erzählen. Viel Spaß beim Video! Zum Frühstück essen Victoria's Secret Models gerne grüne Smoothies oder auch Omelettes mit Avocado und ich habe jetzt hier noch so Jalapenos mir dazu geholt. Ja, ich mache jetzt hier ein kleines Omelette, schneide das rein und dann zeige ich es euch, wenn ich fertig bin. So sieht das Ergebnis aus. Sieht ziemlich lecker aus. Und dazu trinke ich noch Wasser mit Zitronensaft. Also das Omelette hat wirklich sehr, sehr gut geschmeckt. Wenn ihr essen wollt wie ein Victoria's Secret Model, dann dürft ihr keine Kuhmilch zu euch nehmen. Das machen die alle nicht, weil das sehr schlecht für die Haut ist. Unter anderem, da können viele bekommen davon Pickel. Ich trinke jetzt hier noch mein Wasser mit Zitronensaft. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim Mittagessen und danach geht es dann auch schon trainieren. So sieht jetzt der fertige Salat aus. Allerdings werde ich den nicht alleine essen, weil das für ein Victoria's Secret Model eine zu große Portion ist. Deswegen werde ich circa so die Hälfte davon essen. Die andere Hälfte kriegt mein Freund, der hinter der Kamera steht. Ja, mal schauen, wie das schmeckt. Ich bin ja ehrlich gesagt nicht so der Salat-Fan, muss ich sagen. Ich finde Salat immer ein bisschen langweilig. Aber ich habe jetzt noch so Kichererbsen drüber gemacht für die Proteine und noch so, ja, schockgefrorene Himbeeren. Ich muss sagen, der Salat schaut richtig, richtig lecker aus. Salat ist Salat. Das ist jetzt mein Sportoutfit. Einmal trage ich hier die High-Waisted Leggings von Gym Junkie und den Sportsbra auch von Gym Junkie. Und zurzeit, also bis zum 7. April, gibt es noch eine richtig coole Aktion bei Gym Junkie. Es ist nämlich alles zu FIBO-Preisen reduziert. Und mit meinem Code SKY10 bekommt ihr zusätzlich nochmal 10%. Das heißt, diese Leggings kosten zum Beispiel nur 36 Euro. Und aus der neuen Lace-Kollektion ziehe ich jetzt diesen cropped Hoodie an. Tada! So sieht der Hoodie aus. Gefällt mir richtig gut und ist halt einfach ein lässiges Piece, was man, ja, was man auch cool überziehen kann einfach. So, ich würde sagen, jetzt geht's auf ins Training. Sometimes when you're here, I can't feel no doubt. Victoria's Secret Models trainieren auf jeden Fall mit Körpergewicht. Sie machen viel Yoga, Kickboxing und Cardio. Ich persönlich finde, das macht richtig viel Spaß. Davon könnt ihr halt jetzt keinen großen Po aufbauen oder so. Das ist halt hauptsächlich zur Straffung der Muskeln. Wir fahren jetzt nach Hause und ich freue mich schon richtig auf mein Abendessen, weil ich mega Hunger habe. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich zu Hause. Zu Hause angekommen, gibt es jetzt einen kleinen Snack für mich. Victoria's Secret Angels, habe ich mir sagen lassen, essen gerne Beeren als Snack oder auch Nüsse und Mandeln oder einen Proteinshake. Aber was Victoria's Secret Models gar nicht gerne mögen, ist Whey. Deswegen habe ich hier auch einen veganen Proteinshake in Schokoladengeschmack mir gemacht von Foodspring. Dieses Proteinpulver besteht aus Erbsen, Hanf und Reisprotein. Und geschmacklich ist es auch echt super. Wenn ihr euch auch Proteinpulver bestellen wollt, dann könnt ihr mit meinem Code SKYFSG 15% sparen. Es ist natürlich so, also Whey schmeckt schon nochmal ein bisschen besser, weil es halt auch deutlich süßer ist durch das Molke-Eiweiß. Aber das ist halt besser für die Haut und viele Leute vertragen das ja auch nicht, Milch. Deswegen könnt ihr da auch sehr gut auf veganes Proteinpulver zurückgreifen. Cheers! So, ihr Lieben, jetzt gibt's
gibt es Abendessen und wir werden jetzt einen vegetarischen Auflauf machen mit viel Protein. Eigentlich würden Victoria's Secret Models jetzt Fisch essen, allerdings bin ich Vegetarierin und esse keinen Fisch und kein Fleisch. Deswegen habe ich mir hier eine vegetarische Proteinquelle rausgesucht und ich würde sagen, wir starten jetzt mal. Also als Zutaten brauchen wir Tomatenpassata, dann eine halbe Zwiebel, eine Knoblauchzehe, eine Karotte, eine Zucchini, ein bisschen Salakis, um am Ende das oben drauf zu machen, Salz und Pfeffer. Ja, und eine Auflaufform und eine Pfanne. Jetzt braten wir die Zwiebeln und den Knoblauch an. Dann geben wir ungefähr die Hälfte von dieser Passata hinzu. Das sind ungefähr 300 Milliliter. In die Auflaufform habe ich jetzt die Zucchini und die Karotten reingetan. Ich würde euch allerdings empfehlen, die Zucchini hier lieber in so länglicheren Streifen zu schneiden, weil man das dann einfach besser essen kann. Jetzt kommt hier die Soße drüber und wir schichten das dann immer so. Und jetzt kommt die zweite Schicht Zucchinis. So. Und oben kommt jetzt noch der Feta-Käse drauf. Von dem Käse habe ich jetzt 150 Gramm genommen, das heißt nicht die ganze Packung. Und das Ganze kommt jetzt in den Ofen für 20 Minuten bei 180 Grad Umluft. So sieht das Endergebnis jetzt aus. Der ganze Auflauf hat ca. 500 Kalorien und ungefähr 54 Gramm Eiweiß, was eine Menge ist auf jeden Fall. Ich werde davon so ca. die Hälfte bis den dreiviertelten Auflauf essen ungefähr. Der Auflauf hat super viele Proteine, sehr wenig Fette und auch sehr wenige Kohlenhydrate. Und das ist es halt, worauf die Models halt vor allem achten, dass sie super viele Proteine zu sich nehmen und eigentlich so gut wie keine Kohlenhydrate. Ich würde sagen, das lasse ich mir jetzt schmecken. Leute, der Auflauf hat mir richtig, richtig gut geschmeckt. Den könnt ihr gerne mal nachmachen. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Ich habe ungefähr am ganzen Tag so 1300 bis 1500 Kalorien circa zu mir genommen. Ich habe jetzt nicht genau alles nachgerechnet. Ich habe das mal alles grob überschlagen und deswegen komme ich ungefähr auf diesen Wert. Ich bin auf jeden Fall in einem krassen Defizit und würde so abnehmen. Ich weiß nicht, ob ich euch so eine Diät empfehlen würde, weil ich persönlich ernähre mich halt auch nicht low carb. Was ich gut finde, ist, dass sie halt wirklich auf die Proteine achten, weil das halt einfach super wichtig ist, damit man einfach seine Muskeln erhält. Aber Low Carb ist halt einfach generell nichts für mich. Ich glaube, länger als, keine Ahnung, 2 Wochen oder so würde ich das auch nicht durchhalten, weil ich liebe einfach Carbs. Ich liebe Nudeln, Reis und Kartoffeln und alles Mögliche. Und ich bin ja auch kein Supermodel. Ich muss ja nicht jeden Tag einen richtig krass flachen Bauch oder so haben. Deswegen ja, würde ich das halt vielleicht in einer Diät oder so empfehlen für euch. Wenn ihr jetzt irgendwie abnehmen wollt für den Urlaub innerhalb von 2 Wochen bis 4 Wochen, dann könnt ihr das natürlich machen, Low Carb. Aber ich glaube, längerfristig macht es einen ziemlich unglücklich. Wenn ihr wollt, dass ich mich mal eine ganze Woche lang wie ein Victoria's Secret Model ernähre und auch so trainiere, dann lasst mir gerne ein Like da. Ab 1000 Likes werde ich das dann machen. Ich glaube, da wird man auch noch mal mehr sehen, was für eine Auswirkung das wirklich hat auf den Körper und wie es mir danach geht. Also ich würde das sehr gerne mal ausprobieren. Mal schauen, ob ihr da auch Lust drauf habt. Was isst du da jetzt? Also ich gönne mir hier gerade so eine Reiswaffel mit Schokolade, weil ich mich heute auch wie jemand ernährt habe. Das macht man ja mittlerweile so auf YouTube. Ich habe mich wie ein anderer YouTuber ernährt. Schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei. Bei mir waren es deutlich mehr Kalorien. So Leute, ich würde sagen, das war's jetzt auch für heute. Das nächste Video wird ein ASOS und Naked Fashion Try-on-Haul sein. Also könnt ihr euch darauf freuen. Macht's nicht gut, sondern macht's besser und wir sehen uns. Mua. Overdose, slow poke, don't choke this. This is psychosis. Kitty cat poked it.